die Weile aber das Rhizom. Also den Kausalgrund für die Warnung aller Wahrnehmungswelten erzeugt, nämlich gemäß ihrer eigenen Struktur, die notwendig gewordene Aufspreizung ins Unmögliche mit ansichtig machen, der Alienierung des Todes im Proton Pseudos und dann des aufschäumenden Bewusstseins dagegen als Spiegelkabinett und dann wieder das sofortige Vergessen machen, die Verunwirklichung, um das Projekt nicht zu gefährden, erzeugt es, dass immer so die ganzen Weltvorstellungen grundsätzlich alle sich nicht in die Karten blicken zu lassen, eben das Unerkennbare so erscheinen zu lassen als Unerkennbares, damit genau das Gegenteil passiert. Wir haben hier eine Liste aufgemacht, wie diese Wechselparadoxie-Unmöglichkeiten das immer genaue Gegenteil erzeugen sollen. Die Sinnlosigkeit und die Absurdität dessen, die in allem Sein herrscht, führt eben gerade zur Sinnerzeugung, zum Vergessen der Sinnlosigkeit, zum Möglichmachen gerade des Unmöglichen. Die Verlorenheit in diesen Wüsteneien der Ozeane, an denen man einsam an einer verkohlten Holzbohne sich festzuklammern versucht, um nicht unterzugehen, führt nicht zur Versagung, sondern zum erst recht, jetzt will ich es sagen, jetzt erst recht zeige ich, dass ich mit genug Strampeln wie der Frosch über den Rand komme, der langsam durchgekocht wird. Die Methode des Fallens des Parmenides, jenes Falls der Unlösbarkeit, der Intransparenz, der Undurchschaubarkeit, dieses bodenlosen Dunkels und Finsternis, wie Inception, wenn man den heraklitischen Hollywood-Bundfilm mal wegzieht, führt bei den Zen-Stoikern dann, na gut, wenn das ein einziges stillstehendes Fallen ist in den bodenlosen Abgrund und wir also alle schon tot sind und nur scheinbar leben als Untote, dann lasse ich mich halt fallen und kämpfe nicht gegen den Strom. Siehe das Video gestern. Dann mache ich es oder lasse es auch bleiben, das Lösen wollen, das unbedingt wissen wollen gegen die Unlösbarkeiten. Drittens, die Uneindringbarkeit, die Unzerstörbarkeit, die Unerreichbarkeit dieser elastisch-plastischen Strukturen führt zu der Aufforderung, jetzt erst recht da hineinkommen zu wollen, den Durchbruch zu wagen, die Penetration zu vollziehen, vermittels des Hektokotilus, dieses Besitzen und Besetzen wollen von Ländereien an Körperschaften und Länderschaften in ihrer Albernheit. Viertens, die widerspenstige, die zu zähmen ist, die spröde Spotterin, die widerständige mit ihrer Frigidität der coolen Blonden, mit ihrer Unerreichbarkeit, mit ihrer Reserviertheit, mit ihrem Strategieplan,
dass die Nachfrage umso größer ist, umso rarer das Angebot gemacht wird. Also die Wiederholung dieses Fortdarspiels Freuds, dass die Abwesenheit vor dem Wunsch nach Anwesenheit kommt, führt also zur Generierung der Verwerfensgegenkompensation, der Suche nach Wärme, nach Anwesenheit, nach Minne, nach Anwanzung, nach Loyalität, nach Verbindlichkeit, eben all diese aristophanischen Mythen der Liebe. Fünftens, die Unverständlichkeiten, die Unübermittelbarkeiten, das zu komplex Erscheinende führt als Gegenkompensation erst recht, will ich das nun begreifen, als recht will ich das wissen wollen, als recht will ich verstanden werden wollen, als recht will ich es übermitteln, übertragen, ob digital oder sogar als Sprechen. Sechstens, die Alienierung, die Veränderung, das Unvermeidliche, das Endgültige, das Unwiederbringliche, das Tödliche, das Nimmermehr, das ja das Gleiche ist, der Auswurf in die Andersheit, in das Dritte, in das Verlorene der Welt aus der Dyade, führt wiederum zu dem immer sehnsüchtiger werdenden Wunsch zurückzukehren in die Dyade, in die Zwei, in die Freundschaft und wird umso mehr avisiert, desto hoffnungsloser und desperater das erscheint. Siebtens, die Unersättlichkeit, die Unstillbarkeit, die Unauffüllbarkeit führt als Gegenkompensation erst recht zu mehr Leistung, mehr Anstrengung, zu Mühekühen, zum Pyramidenbau. Sie bauten Häuser, als ob sie ewig leben würden, und sie fraßen, als ob es morgen nichts mehr zu fressen gäbe. Dies als die ersten sieben Beispiele der Paradoxstruktur, die absichtlich so erzeugt wird, und Folge dieses Rhizoms sind die alle Bahnungen der Wahrnehmungsmodi in dieser Wechselunmöglichkeit zwischen einerseits Versprechen eines Zipfels, der zu ergreifen wäre und dann sich ihm wieder entziehen, aufbaut, damit durch diese Unmöglichkeit erst recht die Imperative der Trittveränderung avisiert werden und losgerannt wird und gekämpft wird und gestrampelt wird und nicht man blasen, man platzen möchte in diesen Blasen, Seifenblasenwelten. Es geht dann noch weiter.